Heute müssen wir mit einer Tragödie beginnen. Bei Strausberg ist heute ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen kamen ums Leben. Birgit Radatz mit Einzelheiten. Gegen 11 Uhr heute Vormittag startet die Maschine vom Flugplatz Strausberg. Circa eine Stunde später geht die Meldung über einen Absturz bei der Polizei ein. Wir haben also dann tatsächlich feststellen müssen, dass hier jetzt in der Nähe vom Predico an der B168 auf einem Feld eine zweimotorige Maschine vom Typ Partenavia abgestürzt ist. Eine Notlandung misslingt. Das Leichtflugzeug bleibt möglicherweise in einem Graben hängen, überschlägt sich und zerbricht schließlich auf einem Feld rund 10 Kilometer von Strausberg entfernt in seine Einzelteile. Für die beiden Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Was wir bislang wissen, befanden sich zwei Personen an Bord. Die beiden Männer sind noch hier an der Unfallstelle verstorben. Wer die beiden Verunglückten sind, kann die Polizei noch nicht sagen. Nach Bild-Zeitung-Informationen soll es sich um einen 64- und einen 65-Jährigen handeln. Warum das Flugzeug überhaupt abstürzte, ist auch noch unklar. Der anhaltende Regen erschwerte möglicherweise die Sicht des Piloten. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittelt nun die Absturzursache. Laut Polizei kann das bis in die Nacht dauern.